Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute die Demo von Cordosis. Das Ganze spielen wir natürlich wieder nicht alleine, sondern hier rechts neben mir ist der Steve. Bonjour, ihr Lieben. So sieht's aus. Und da werden wir jetzt gar nicht lange schnacken und gucken einfach mal direkt in die Demo rein. Okay, und das ist jetzt ein UFO? Eine OP-Lampe? Was ist das? Nee, wir sind beim Zahnarzt. Wir wachen so ein bisschen auf der Narkose auf. Oh, was war los? Ja, wir haben die eine Blombe gewechselt. Kommen Sie mal bitte zu sich. Leute, wo landen? Wo sind wir denn jetzt? Ja, das sieht mir noch sehr vertraut aus. Das ist doch wie bei mir, hör mal. Das sieht doch wie bei mir aus. Okay. Schön, schön, schön. Ah, wunderbar. Schöne Ding. Warum ist die Zahnpasta noch so scharf? Das ist bestimmt ein Sammelobjekt. Ja. Warum sieht unsere Bude schon wieder so wie ein zerschossenes Dorf aus? Alter, nein, wie Ostblock. Wir sind ja auch Ungare, ja, und ich weiß auch nicht, was hier los war. Wahrscheinlich ist kein Baumarkt in der Nähe oder was. Alter. Junge. Kann man da nicht mal durchfeudeln? Tritt. Die Leiter habe ich schon von meinem Vater und der hat sie von seinem Vater und der hat sie von seinem Vater. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was da läuft. Also, wo geht... Was? Oh, nee. Okay. Warum? Ja, das will man das jetzt wissen, tatsächlich... Aber wir spielen wahrscheinlich eine Frau, so wie es sich anhört vom Wein her. Oh, nehmen wir es nicht. Dann kommen wir einfach wieder rein und wir tippen doch Nummern. Ruf doch eine Sorgentelefonnummer oder irgendwas an. Versuch doch, und das ist doch keine Lösung. Ach Gott. Ja, hier wieder zurück in die. Uff. Meinst du, sie geht zurück? Nee, ich hoffe es, aber nein. Oh, noch einen Körper gemacht. Ach, fuck. What? Waren wir nicht alleine? Wurde jetzt gerade unsere Seele aus unserem Körper? Hatten wir gerade eine Outer-Body-Experience? Das ist natürlich auch. Kann Moglitsch sein. Oh Gott, was sind wir denn jetzt? Wir haben ein Auto vor dem Bahnübergang. Also grafisch muss ich sagen, sieht sehr, sehr gut aus, das Spiel. Alter, was ist das für ein Auto? Ach, ein Wohnwagen. Oh cool, wir haben Wohnwagen. Oh yeah. Nice. Okay. Schön. Na denn, wir können fahren. Aber ne, guckst du trotzdem bitte nochmal, ne? Ja, natürlich. Hier, links, rechts. Oh Gott! Ja, hi Oma, grüß dich. Ja, dann fahren wir doch wohin auch immer. Wer sind wir? Wohin wollen wir? Das ist aber auch wirklich schön. Das ist eine schöne Ecke hier irgendwie, muss ich sagen. Also hier sind doch bestimmt die Grundstückspreise ganz besonders gering. Niedrig. Irgendwie hier wird zuschlagen. Ja, hier ist einfach, hier zieht man ja eine Kinder raus in der Ecke. Sieht gut aus. So, hab ich auch ein Radio? Irgendwo? Ich muss jetzt ungarische Musik hören? Ja. Nir... Oh Gott. Dunahond. Northern Hungary. Okay. Wir sind Ungare, wie gesagt. Ja, und wir sind auf einer sehr viel befahrenen Straße. Ja, ich weiß auch gar nicht, ist das überhaupt eine befestigte Straße? Sieht nicht so aus, wa? Aber Mauer rechts und Zaun links, Alter. Wenn sie nicht haben, dann Zäune. Bis jetzt ist noch gemütlich. Vielleicht habe ich noch eine ungarische Salami bei mir im Handschuhfach, um was zu essen. Das wäre gut. Ich kann nicht. Mein Auto wird langsamer. Warum? Beruhig dich, mein Freund. Das ist eine Katzin. I've been driving red for an hour now. There must be a gas station before the village.
Vielleicht ich bekomme da Kraftgalasch zum Essen. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine Tankstelle. Ah, verdammt. Ich habe kein Benzin mehr. Aber ich habe einen Schlauch dabei. Das war wirklich alle Ostblock-Klischees gerade abgegriffen. Irgendwie, jetzt hör auf damit. Okay. Also grafisch sieht es toll aus, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ist richtig. Aber, wo ist jetzt die Tankstelle? Na, noch nicht. Fährst du oder sind wir noch in der Cutscene? Nee, ich fahre. Also ich kann hier auch mal hier so nach links oder nach rechts. Und irgendwie kann ich jetzt gerade gar kein Gas mehr. Da vorne ist er, da vorne. I see the gas station. Ja, aber ich Sprit leer ist, oder was? Naja, dann laufen wir halt die letzten 3 Meter, das ist auch kein Problem. Komm, wir steigen schnell aus. Vorbei kommt auch keiner, wunderbar. Warndreieck wird auch komplett überbewertet. Soll ich denn aussteigen? Geht das? Ich kann hier nicht raus. Hallo? Oh, jetzt. Kannst du kannst über die Beifahrertür raus. Ach so, nee, da, genau. Mann, Alter, warum sieht denn da alles aus wie der letzte, wie hat WM-Schubi das hier, Florida-Bude? Alter, das ist wieso denn? Was ist denn ditte? Hier wollte ich meinen Fernseher bauen aus der Yps oder was? Ja, she was always crafting. Always jetzt some project going on. Ja, ich hab immer was zu tun, genau. This gonna toll well. It's the only thing she lived before she disappeared. Was ist das denn für ein Controller? Ja, scheiße. Schon, das ist die ungarische PSP. Schön. Ich kann die mitnehmen. Ja, pack's ein. So, was ist das daneben noch irgendwie? Sieht aus wie... Ach du Scheiße, Alter. Das ist mein Inventar. Cool. Schöne Idee. Lol, was sind denn das alles für Sachen? Items. Slots. Okay, ich bin völlig überfordert. Schön. Wunderbar. So, Taschenlampe. Mit... Haben wir. Schlagschutz drumherum, ist aber auch nicht schlecht, Alter. Schön. Cool, bin gespannt. So, was ist das? Oh, die erste SD-Karte. No Media. Subjekt okay. 355, 1B, Boot. Was ist das denn? Sind das irgendwelche Fotos? Das ist ein okay. Scheinen Fotoaufnahmen zu sein, würde ich sagen. Weißt du, du kannst aus dem Satelliten raus, kannst du in irgendeinem Loch in der Wüste einen Menschen ausfindig machen, ja? Aber von Bigfoot gibt's immer nur so eine Bilder. Zufall? Oder haben wir ihn einen Bären aufgebunden? Ihr Jonathan Frakes. So, was haben wir da? Achso, genau. Haben wir da vielleicht unseren Kanister? Aber macht nicht die falsche Öffnung auf. Bei so einem Wohnmobil kann es ganz schnell schieflaufen irgendwie. Aber ich kann hier nichts. Nee, wir müssen erstmal. Also, Kanister kriegen wir anscheinend nicht. Also, können wir hier nicht mitnehmen. Haben wir einen an Bord? Warte mal, ich kann hier auf mein Dings draufklettern. Ich bin der König der Welt! Kann ich auch wieder runter? Tod. Fallschaden. The tank is empty. I need gas. Oh, the tank is empty. I need gas. Wir machen erstmal die Tür wieder zu, weil wir sind ja hier ordentlich. Ja, genau. Schön abschließen. Hier wird geklaut. Da musst du aufpassen. So, Warnblinker ist an. Sehr gut. So strahlend hell quasi. So, da vorne ist, was ist das? Ist vielleicht auch nur ein anderes Auto. Ist Golden. Golden. Ah, ist der Golden Gym. Okay, alles klar. Episode 1. The Hum. Okay. The Hum? Hum. Ach, oh, guck dir mal den Stern da oben an. Das Licht, das sieht ja geil aus. Alter, das ist wirklich Hammergrafik, ey. Okay, das scheint die... Ich bin mir nicht sicher, ob Tankstelle offen hat. ist noch gut? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. So, vielleicht sollte Pavel mal kurz reingehen und mal gucken nach Benzinkanister. So. Was ist das? Ist am Brett. Ich kann damit werfen. Geil. Also Benny ist halt mit ganz einfachen Sachen zufriedenzustellen. Ich kann Brett werfen. Geil. Monitored for Security. Ja, okay, alles klar. Wir werden von Sicherheitskameras überwacht. Wo sind denn bitte hier Sicherheitskameras? Ja, die sind so gut versteckt, dass du die nicht siehst, Benny. Das ist ja wohl klar. Okay. Siehst du, das soll halt bloß abgeranscht aussehen. Das ist alles super. Ach du Schande, Alter. Hightech hier. Sind das Vermisstenzettel? Oh, bitte nicht. Soll ich mir das nochmal angucken? Ach, schön. Das ist ja toll. Geresuk. Was auch immer das heißt. Da
ausbinden. Bau dir deine eigene Europalette. Aha, guck mal hier. Grab an Object. Wunderbar. Was ist jetzt? Ach, to rotate. Ich kann auch Sachen rotieren lassen. Von dem Ball hier? Stimmt doch gar nicht. Achso, doch jetzt. Hier. Gleich den Ball genommen. Warte mal, wir müssen mal hier ein bisschen kurz wegräumen. Mhm. Anscheinend gibt es hier noch eine Tür. So. Wie ist mal alles. Alles auf links hier dreht. Warum kann ich. Ist der Kühlschrank oder was? Mit dem Schloss vor? Ist hier noch was, was ich. Ich kann. Warum kann ich das nicht weg? Ich will das. Ich kann nicht. Na, ja, ist Ölkanister. Schmeiß einfach alles raus. Ich komme hier nicht durch! Warum nicht? Ich glaube, das interagierbare Element ist auch nicht die Tür. Ich glaube, das liegt weiter hinten. Warte, hier ist was drin. Warte, kurz. Da, wo du jetzt alle gerade vorgeworfen hast. Schön. Ja, jetzt schmeiß ich alles wieder nach hinten. Muss hier durch. So, wir räumen mal kurz auf. Hm, es ist halt sortieren, Benny, sortieren. Ja. So, what is it? Ah, Nasentropfen, wunderbar, schön. A natural remedy infused with healing properties. Okay, combined with other ingredients to consume intravenously. Alles klar, intravenously. Schön, das können wir mit was anderem kombinieren und dann können wir uns das drücken. Halt doch erstmal Frankfurter Applaus für. So, ich muss das hier reinpacken. Das war das jetzt. Ich kann jetzt wieder. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich wollte die Schublade zumachen. Kann ich jetzt hier mit jeder Schublade wieder interagieren? Oh nö! Okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Na, dann gehen wir mal rum. Vielleicht finden wir eine andere Tür. Oh, was ist das? Man kann doch durchgreifen. Was für ein Quatsch. Aber ich kann doch, warte mal. Ich kann doch, ich habe doch gerade eben das andere Zeug auch umgekippt. Na, ich glaube, da kommt. Ich glaube, das ist dazu da, dass du jetzt dann nicht so einfach durchkommst. Okay, da muss ich aber irgendwie anders hier reinkommen. Gibt's hier irgendwo einen Durchgang? Na, versuch mal außen rum zu laufen. Vielleicht findest du ein paar Kisten. Kannst du springen? Ja. Gut. Vielleicht können wir da irgendwo kraxeln. Oh, das ist eine gute Idee. Guck mal, hier ist Stevie. Guck mal. Oh. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Komm raus! Hm. Was ist das? Mach das weg. Hallo? Wir heißen übrigens Sadi. Just take it and leave. Was denn? Ah, okay. Oh. Ist da auch noch was drin? Thank you. Thank you, but machst du noch voll? Okay, wir haben ein Metallkanister. Aber er ist empty. What? Ja, ist empty. Kann ich dann das bestätigen, so. Thank you, but the jerry can, it's empty. There's still some gas left in the garage. Garage? I'll unlock it for you. Thank you, but I'm here looking for... Refill and leave. Tonight, things are not as usual for them. What do you mean? Just hurry up. Okay, wollen wir noch mehr von ihm wissen? Also wir können ihn ja wahrscheinlich nochmal fragen. Naja, ich würde jetzt einfach sagen, komm. Wir holen uns den Sprit, verfatzen uns. Okay, das ist doch irre. Wo ist die Garage, von der er sprach? Bestimmt nicht hier. Warte mal, vielleicht auch die Garage, die hier rechts... Ist hier rechts eine Garage? Zufällig? Also hier? Ah, guck mal hier. Ah, Europalette. Ah, wunderbar. Schön. Oh Gott, ach, das ist scheiße, das Müll, Alter. Okay. Siehst du jetzt gerade Benny, wie er drin steht und seine Pacific Drive Karre gerade spachtelt so. Was ist denn los? Wir sind stark. Ah, okay. Rums. Müssen wir fallen gelassen. So.
Hier soll Benzin sein. Okay. Meine Fresse, sieht voll aus, Alter, ey. So, das sieht aus, wie das Bruder was nachfüllen können. I believe this is the spot where I can refill the jerrycan. Na denn. Let's refill the jerrycan. Was war denn das jetzt hier gerade? Ja, das war Oma Wetterwachs. Okay. Hallo? So. Dann folgen wir mal dem Leitungssystem. So, drehen wir am Händel. Ach, das muss ich jetzt bei jedem... Ja, nun. Und Ali Hepp. Sehr gut. Hier fehlt eins. Scheiße. Okay. Mal schauen, wo das ist. Und noch bestimmt, natürlich. Stevie, komm. Hey! Du Scheiß, was ist denn hier? Ich wollte gerade sagen, Stevie, komm, lass mal was spielen. Ich kann leider nur Freude schöner Götterfunken auf dem Klavier spielen. Warte mal, könnten wir alle meine Entchen hier drauf hinkriegen? Nee, scheiße. Und schon verkackt, okay. Ja, weiter. Ah, immer noch ein bisschen Nasentropfen, wunderbar. Sehr gut. Und jetzt kommen wir aufs Dach. Jetzt können wir wahrscheinlich da in diesen Verschlag drin springen. Okay, meinst du, wir kriegen in dem Verschlag dieses... Was ist hier aufgestellt? Dieses Zahnrädchen? Also auf jeden Fall hat da irgendwas rot geleuchtet irgendwie und das sah so aus, als wenn wir es brauchen. Irgendwie. Ich würde es einfach mal... Was hat der denn da gemacht, Alter? Ich habe keine Ahnung, was... Denn, sind das Handys oder was ist das? Das sind Kameras. Ach, der hat Kameras nach oben gerichtet. Okay. So, jetzt kann ich bestimmt doch hier... Rüber balancieren. Dann kannst du da rein springen. Super, das sieht gut aus. Das okay. Sieht gut aus, Benni. Das machen wir. Okay. Platsch. So, okay. Da oben liegt irgendwas. Vorsicht, da war drauf, was wir haben wollten. Ach so? Jetzt ist es weg. Ich nix sehen. Oder? Nee, warte. Nee, das ist nicht der Raum, ne? Warte mal, wir können noch mal kurz gucken. Ist wo kommen wir denn hier raus? Das ist ja völlig woanders jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Lol, da drüben. Okay. Lol, okay, warte. Aber warte mal. Warum kann ich denn hier? Okay, was haben wir? Da, okay. Ne, als ob ich jetzt hier runterrenne. Oder was ist das hier? Was haben wir da? Speicherstick? Media. Ach, Fotos, guck mal. Ah, guck. Oh, ja. UFOs? Also, Lichter? Okay, das sieht ein bisschen mehr nach Lichtern. Also, das ist... Eindeutig. Alf. Das ist Alf. Okay. Sollen wir jetzt wirklich... Nee, ich will eigentlich noch nicht hier runter. Soll ich hier runter? Also, warum nicht? Ja, weil... Ist doch ein ganz vertrauensvoller Mensch gewesen, der Typ, flüsternd. Ich hab Messages. Was hab ich jetzt aktiviert? Deine Lore kommt gleich. Oh, was haben wir da? Aha, das ist wahrscheinlich eine leere Spritze. Schön. Okay, cool. Okay. Haben wir da irgendwas Schönes? Was ist das? What, Alter? Ach, da ist der Drehchen. Ja. Kann ich das... Wie? How? Ach so! Drag and drop oder was? Einfach... Ja. Cool. War das geil gemacht? Also... Muss ich... Also, da muss ich mal sagen, das ist auf jeden Fall... Ich finde es cool gemacht. Okay, cool. Wir haben das Rädchen. Das heißt, mit dem Rädchen gehen wir jetzt wieder zurück. Warum bewegt sich immer noch diese Lampe? Es zieht ein bisschen. So. Okay. Wie rum muss ich jetzt... Na, gegen den Uhrzeigersinn hast du die anderen jetzt hier gedreht alle. Okay, das müsste jetzt passen, ne? Ich würde sagen, kannst du jetzt abfüllen? Haben wir alles? Oder? Klingt erstmal gut. Ja, okay. It's filled. It's filled okay. With gas. Wunderbar. Alles klar. Wir haben einen vollen Benzinkanister. Schön.
Na dann gehen wir jetzt wieder zurück und sagen erstmal, nö, wir sagen gar nichts, wir sagen nicht danke, wir gehen einfach zurück. Ja, tschüss, tschüss. So, mal gucken, ob unser Auto noch da ist. Wenn, dann kann es ja nur weggeschoben worden sein. Weil wir haben ja kein Benzin mehr. Where is my car? Oh, ja, I see it. Wo ist die Karre? Ach, da vorne. Sie blurrt so langsam aus dem Nebel auf. Ich dachte gerade wirklich, die ist weg, ey. Ist sofort, Anzeige sofort raus. Manuell saves? Okay, du musst manuell saven. Aha. Okay. Okay. Interessant. Das wird lustig. Weil ich sowas gerne vergesse. Ja, ich hasse mich. Okay, soon I see the town. I should look for the church. It should be on the night, the right. Okay. Also, wir gehen in Church. In suchen. Genau. So. Zu das Gammelbrett, Alter. Oh Gott, das sieht alles aus, ey. Mann, 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 Mann. So. So, auf geht's. Wo können wir denn safen? Können wir auf unserem, Ich kann nicht safen. Okay. Es ist ausgegraut. Super, das ist toll. Naja, wahrscheinlich halt, weil Demo. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir sterben können. Mal gucken, ich bin gespannt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. So, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen an unserer guten Tankstelle hier vorbeifahren. Jawohl, komischer Mann. Warte mal, wir haben ja gar nicht die... Warte. Ja, also wir müssen schon, wenn wir schon so ne, schon Benzin abgedüttelt haben hier, müssen wir wenigstens so fair sein und sagen, hier, komm, mach das Tor wieder runter. Ich kann das Tor nicht runter. Okay, dann nicht. Dann leck mich am Arsch. Ich wollte ordentlich sein, wollte einfach das Tor wieder schließen. Du bist wie ein Barbar durch alle Räume, du schmeißt alle durcheinander, aber das Tor muss zu sein? Ja. Da ziehst du die Grenze? Da zieh ich denn die Grenze. Also, ne, Türchen sollte schon geschlossen werden. Hm. So, wo geht's jetzt hier weiter? Das kannst du doch nicht jetzt einfach da. Achso, nee, das ist dicht. Ja, ich probier mal, wie es aussieht. Ah, einfach querfeld ein, Alter. Wie bei Pacific Drive, einfach durch. Einfach querfeld ein. Komm. Gib ihm. Sind wir hier richtig? Hallo? Ah, sieht gut aus. Okay. Da vorne können wir rechts. Wunderbar. Erstmal hier gucken. Kommt einer von da? Nein? Okay. Könnte ja sein. Rechts vor links, Benni. Mensch. Ja, es sieht aus wie eine Vorfahrtsstraße hier. Es sieht aus, als ob ich aus einer Spielstraße komme. Hört man doch immer öfter so Spielstraßen Straßen an den Tankstellen. Genau. So, was haben wir hier für ein schönes Poster? Aha. Okay. Gut. Okay. Das sieht traurig aus. Wir fahren mal weiter. Ja, so aber wirklich, ein bisschen Musik würde das machen, wa? Jetzt irgendwie. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Radio, Musik wäre schon. Nein. Warte mal, ist hier oben? Nee, schade. Gott. Ist da vorne? Licht? Ist hier Licht? Können wir um den Holm rumschauen? Oh, was ist denn das? Also, wir sind. Es ist mitten in der Nacht, oder? Es wird jetzt nicht die Sonne sein, die sich irgendwo durchkämpft. Eigentlich nicht. Durch einen bewölkten Himmel? Was ist das? Schon hart bewölkt. Wir haben hier wieder deine Smileys. So sakrale Musik. Also bis jetzt wirklich sehr interessantes Spiel. Sieht echt gut aus irgendwie und die Atmo ist ja echt mega. Ich finde auch die Menüführung, also das Inventar und so, finde ich ganz geil gemacht mit dem Controller. Was passiert jetzt? Was? Okay, wir sind... Die Entität spricht zu uns. Teleportiert worden. Nun sind wir wirklich Pacific Drive. Okay, so the church should be somewhere around here in the right. In the right. Okay. In the right. 20.17 Uhr. Mann, Alter, hier müsste ich ohne Tod über den Zaun hängen, Alter. Was ist denn das bitte für eine Ecke hier, ey? Das wird ja im Tageslicht wird das bestimmt total schön malerisch aussehen, keine Frage irgendwie, aber... Also ich weiß nicht, ob malerisch, ich meine, also naja. Naja, wenn man halt auch so postapokalyptische Ecken steht, so, dann ist das bestimmt geil, aber... So, wo ist hier? Wo ist hier die Kirche? It's a right. Ja, aber on the right side, I didn't see anything. Ja, vielleicht müssen wir erstmal irgendwo eine Einfahrt finden oder so. Gibt's vielleicht auch so ein, weiß nicht, Beschilderung? Manchmal sind ja nur in Dörfern auch so Kirchen also, ausgeschildert. Sehe ich hier ausschließlich Schilder irgendwie, aber irgendwie keine Wegweiser leider. Aber komm, wir haben. Der Dank ist voll und sie hört die Welt.
Ja, das sieht nach Kirche aus. Ah, hier ihr seht. Ah, zu spät gewesen. Verdammt. Wir sollen den Van irgendwo parken, stand da. Ah, da vorne sieht es nach Parkplatz aus. Da, wo der zugewucherte Auto ist. Wir stellen uns einfach hier rechts daneben. Genau, komm. So, denk an die Parkkarte. Jetzt darfst du nur eine halbe Stunde stehen. Die schön weitere auch, kostet 8 Euro. Warnblinker anmacht. Ja, das ist... Ach du Scheiße. Sieht ja überhaupt nicht sinister aus. Okay. Na, dann lass uns doch mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ich glaube, das ist nicht der Weg, Benny. Ist nicht? Ich glaube, wir müssen nach vorne rechts rum. Ach so, ich dachte, wir kommen hier außen irgendwie da so rein. Aber nein. Vielleicht beim Parkplatz irgendwo, würde ich jetzt denken. Also, einfach durch den Busch durch. Jetzt hier vorne in eine Straße rein. Ich denke, vielleicht hier. Oh, Alarmanlage. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Aber ist geil gemacht. Ist geil gemacht. Hier komme ich aber nicht rein. Muss ich hier noch weiter außen rum? Was haben wir denn hier? Das Pfarrers Haus? Ich kann hier schon wieder runter. Die haben hier alle einen Keller. Oder war hier was drin? Patronen. Ja. Ach, du glaubst das ja nicht, Alter. Und jetzt Munition. Haben wir eine Lebensanzeige. No! So. Okay. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen spazieren. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Drücken wir noch mal das Knöpfchen. Anscheinend ist hier alles über ein unterirdisches Lorensystem verbunden. So, viva la Resistance. Scheint ja irgendwie so wie so eine Art Berg. Was passiert, wenn wir hier stehen bleiben? Ich glaube, wir sind sofort tot. Denk dran, manuell speichern haben wir nicht gemacht. Hast du auch wieder recht. Wobei, kann ich jetzt speichern? Jetzt kannst du safen. Oh, ich war zu langsam. Ich wollte mich noch so vorstellen. So, okay, was haben wir? Nichts. Jetzt. Doch, jetzt. Da ist nichts drin, oder? Übersehe ich hier was? Nee, leider gar nichts. Ach, pass auf! Das sind so eine Dinger, du kannst hier wahrscheinlich auch Items ablegen. Ja, ja. Wie bei Resident Evil, so Safe Room Thron, ne? Das ist schon geil gemacht. Das gefällt mir sehr. Okay, gut, gehen wir mal weiter. Ist ja nicht. Das ist doch ein Rötlichtmilieu hier. Wo wir gelandet sind, ist doch nicht keine Kirche. Hör mal. Was ist hier passiert? Also, was war das hier gerade? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir bewegen uns halt immer weiter weg von der Kirche. Hey. Oh. Hier ist doch... Also ich gehe gleich wieder zurück, weil wir kommen hier niemals bei der Kirche an, oder? Aber warum können wir hier langlaufen? Ich weiß nicht, ob das... Ich gehe jetzt trotzdem mal hier durch, weil wir kommen ja auch so wieder zurück, das ist ja nicht das Problem. The first wall. Die erste Mauer, was? Okay, ich glaube... Was ist denn das für eine Mauer? I have to get in somehow. Warum? Du musst da irgendwie rein, was ist denn das Sperrgebiet, Alter? Was ist denn das für eine Mauer, Mann? Aber warum will er denn da rein? Sind wir vielleicht ein investigativer Journalist auf dem Weg zu einer Story? Wir suchen nach einer Geschichte. Ich höre hier Sachen, die sind wild. Du hörst hier Sachen, die sind wild. Ja. Yeah. Und wo klettern wir durch? Ich dachte, wir sollen auf dem Weg zur Kirche gehen. Wir sind wieder ganz woanders. Ja, also Kirche wird überbewertet. Oh Gott, Alter. Ich hoffe aber bloß, dass die Tetanus-Impfung recht frisch ist. Oh Gott, kriegen wir die ganze Zeit Schaden? Echt, kriegen wir? Also, das leuchtet ja immer so ein bisschen rötlich auf. Und wir sind durch die Mauer durch. Okay, wir können definitiv nicht mehr zu unserem Wohnwagen. Durch die Mauer durch.
haben keine Waffe. Ich hoffe nicht, dass wir in die Kirche mussten, um eine Waffe zu finden, beispielsweise. Tja, jetzt ist es doch egal. Ja, wir können mit den zwei Munitions, die können wir schmeißen. Das ist ein guter Plan. Zur Not, wir haben noch unseren Schuh. Okay, wir laufen einfach mal diesen Weg lang. Gott, das war ein Opfer. Was ist denn das? Was denn das, Alter? Ein mutiertes Reh. Glaube ich. So ein bisschen wie die Auslöschung. Jesus G. Aha. Jesus. Rein hier. Krass. Willkommen in Mexiko, Alter. Salz und Weihwasser nicht vergessen, Jungs. Okay, kann ich einfach schwimmen? Geht das? Okay, ich kann nicht schwimmen. Ja, ist okay. Okay, ist ja, ich geh doch zurück. Ist doch, ja, hallo. Lass mich, hallo. Ich sehe nichts. Okay, wir sterben. Wir. Okay. Wir merken uns, wir können nicht schwimmen. Wir haben die Schwimmpuffer vergessen, die Schwimmflügelchen. Wir sind einfach... Ja. Wir können es nicht. Wir sind ein Stein. Okay, hier hinten sieht's aus wie... Haus. Ein Haus? Lars, Mick, Michael. Was ist denn das, wenn jetzt die ganzen Patreons hier vor... oder die Entwickler unten eingeblendet? Lars, Michael! Diffne. Oh Gott. Ist da jemand drin? Ist da jemand? Ich komme hier nicht rein. Kann ich anders rein? Übers Dach? Na, die Leiter wäre da. Uiuiui, ist aber flink. Ist aber flink. Die Leiter hoch. Da kann man nicht meckern. Okay, bestimmt können wir uns hier irgendwo reinfallen lassen, ne? Ah, hier, super. Hast du noch die Taschenlampe? Ah, sehr schön. Na, loben. Hallo. Guck mal, hier ist ein Kanister. Wollen wir die mitnehmen? Na, wir könnten sogar. Was war das? Okay, und sonst haben wir auch nochmal eine Etage. Sorry. Aber kann ich das kaputt machen? Geht das? Nein. Guck mal da. Ich hab doch ganz genau den Tunnel gesehen. Ein Licht. Ah. So, mal dann hinein. Gott. Warum gehen wir hier rein? Warum ist hier, warum gibt's hier Beleuchtung? Und Strom. Ich frage mich eher, ob es hier unten noch was anderes gibt. Außer Beleuchtung und Strom. Nein, es gibt hier nur... Es geht immer tiefer. Yay. Es gibt hier nur die Lampen, Stevie. Hier ist gar nichts. Hier sind keine. Okay, das wird aber ganz schön... Ganz schön viel Strüpp. Ja. Jetzt sind wir wieder draußen. Zack. So, und wir sind... Irgendwo im Nirgendwo. Wo? Oh, guck mal da. Lichter. Geh doch mal zur Richtung Licht. Oh Gott, sind wir ein Zwerg? Bin ich noch in der Hocke? Okay, es sind recht hohe Gräser. Okay, was sind das jetzt hier für Lichter vor uns? Ich renne jetzt einfach drauf zu. Ah, eine Antenne. Oder sowas in der Art. Aber fetter Stacheldraht, Alter, das ist auch alles, ey, das sieht aus, alles so also massivst befestigt, ey. Das ist die große Frage, wo muss ich hier rein? Oder muss ich hier überhaupt rein? Und wenn ich hier nicht rein muss, wo muss ich hin? Okay, hier komme ich wirklich nicht rein, ich bin jetzt hier schon... Haben wir eine Karte oder irgendetwas in der Richtung? Nee. Warte mal. Hier sind Kabel. Müssen wir den Kabelsträngen folgen? Weil nicht, dass wir von Antenne zu Antenne hüpfen müssen. So nach dem Motto. Achso, dass wir oben rüber laufen müssen. Ja, aber wir sind ja, also, ja, meinst du? Naja, rein vom Kabelstrang her ist es relativ dick oben. Ja. Ich weiß nicht. Also wir haben auf jeden Fall schon mal die nächste Antenne, die da auf uns zukommt. Das war auf jeden Fall zumindest schon mal nicht so falsch, würde ich jetzt sagen.
Na, ich denke, alles steht und fällt damit, ob wir rinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier beispielsweise, also falls wir nicht reinkommen sollten, noch ein weiterer Kabelstrang von da aus abgeht. Gleich weiter. Jetzt mal, stell sich mal vor, du bist in dieser Ecke da irgendwie, du hast keinen Plan, irgendwie, du siehst irgendwelche mutierten Tiere, Alter, und fragst, warum will er überhaupt da rein? Uff. Ja. Out of the field. Das ist schon großartige Atmosphäre. Ja. Vor allem, geil ist ja eigentlich auch irgendwie, ist jetzt nicht vorhersehbar, was passiert. Also klar, wir wissen, es wird wahrscheinlich um Außerirdische gehen oder so. Ja, durch die Vorstory mit UFO und so, ja. Aber ansonsten habe ich eigentlich... Oh, was ist denn nur? Rot? Warum? Why? Bin ich zu langsam? Warum schweben die Sachen? Wir haben keine Gravitation mehr. Bin ich auch davon betroffen? Kann ich hier hoch? Ist ja krass, wenn ich hüpfe. Ich kann nicht zur Antenne mehr. Ich versuche da hinzulaufen. Ist nicht möglich. Als ob die mich so wegstößt. Okay, kannst du in die andere Richtung laufen? Also den Kabeln? Also, ja, den. Also, wohl. Hinten ist violettes Licht? Also ja, kann ich, aber ist auf jeden Fall nicht so. Wow. Hallo, violettes Licht. Okay, okay. Was bist du denn? What is. Ich, nicht anfassen, Ben, nicht anfassen. Ich würde ja auch gerne einfach dran vorbei, aber ich komme nicht, ist als ob ich. Ist das jetzt, hält mich fest? Ist als wenn es jetzt eine Art. Ist das eine Art der Kommunikation? Ist das ein Angriff? Ist interessant, ne? Ich. Wo bin ich denn jetzt? Es ist mal plötzlich dunkel geworden. Yay. Okay. Muss ich jetzt sehen, die Licht hinterher? Ey, das sieht so krass aus. Das sieht so krass aus. Okay. Alter, ich würd mich so einnässen da in der Ecke jetzt, ey. Hat schon noch was von Blair Witch irgendwie jetzt gerade. Ja. So, man sieht doch ja nicht nach unten, man sieht nur nach oben. Oh Gott. Oh, okay. Bestimmt, weil ich nach unten gesehen habe. Ja, du hast weggesehen. Jetzt ist er böse. Jetzt ist Wind. Ja, vielen Dank, Blackboard. Das macht's jetzt viel, viel besser. Aber ich kann da nicht gegenlaufen. Pass auf, ich muss bestimmt irgendwie hier so. Halt. Ist das so die Silhouette? Welche Silhouette? Im Licht? Nee. Was ist da? Da ist doch, da siehst du das nicht? Hallo, ja, jetzt seh ich's gerade. Ui. Ja, warte. Okay, nee, das hat funktioniert leider nicht, schade. Echt? Der Stein hilft nicht? Nee. Ich hab gedacht, dass ich mich so ein bisschen verstecken kann, um gegen den Wind anzukommen. Aber. Ich muss durch den Monsun. Geht nicht. Hinter die Welt. So, komm, du bist gleich dran. So. Die Team ein paar auf den Arsch hauen jetzt hier. Und die sollen eine Welle machen. Okay, ich dachte, er macht es immer nur dann, wenn er mich sieht, dachte ich. Deswegen wollte ich jetzt mal so komplett dahinter bleiben, aber nein. Nee, das macht er mal am festen dabei, ne? Ja. Das Problem ist, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Gut. So, jetzt. Jetzt. Lassen Sie mich durch, ich will doch nur... Oh Gott, Alter, oh Gott. Das sind ja so viele, warum sind da so viele? Warum? Es ist riesengroß. Und da schweben Menschen drumherum. Ja. Alter! Krass! Wollen wir immer noch wissen, was da passiert? Ja, jetzt weggehen wäre fahrlässig. Okay, ist zu spät. Was? Oh.
Heftig, was? Alter, heftig. Was from the next episode of Cordosis? Wir kriegen einen Sneak Peek. Wie geil ist das denn? Ja, warte mal. Du bist jetzt der Lorenknecht. Du musst jetzt immer die Loren füllen für die Leute, die kommen. So, hier einmal bitte an Punkt 3 zwei Patronen bitte liefern. Und ein Valve. Ach du Scheiße. Warum? Oh, lol. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab nur meine Taschenlampe angemacht, weil ich was gucken wollte. Ich bin weg gewesen. Ja, hättest du nicht machen dürfen, Benni. Ja, merke ich schon. Hättest du nicht machen dürfen. What? Okay, das ist wirklich Sneak. Wo ist hier? Hier kann ich nicht. Nein! Lass mich doch! Was? Episode 2, edit. Können wir eventuell zwei Episoden jetzt spielen? Wo sind wir denn? Hier? Wir haben die Developer Edition gekauft. Das heißt, wir kriegen alle Episoden so oder so jetzt mit dazu. Also wir haben jetzt nicht nur die eine Episode gekauft. Ach, das Game ist schon ganz draußen. Nee. Also das Game ist nicht ganz draußen. Wir haben ihn jetzt aber so weit unterstützt mit dem Kauf, dass wir das Full Game so oder so kriegen, wenn das so liest. Okay, meine Frage ist jetzt nur irgendwie... Woher kenne ich diesen Gang? Der Gang. Ja, deine Frage ist was? Meine Frage ist jetzt, können wir jetzt eine Episode oder zwei spielen? Nee, wir können leider nur eine spielen, weil bis jetzt nur eine auch wirklich erschienen ist. Ach so. Die andere ist leider, das ist jetzt wirklich hier wieder wie so eine Art Sneak. Also so ein kleines Reingucken. Sneak Peek. Genau. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger Bimbam. Das sieht schon ordentlich gut aus. Muss man mal sagen. Okay. Wir gucken aber erstmal hier links rein, würde ich sagen, oder? Hallo! Generator. Lol, ist der flott unterwegs. Ah, er ist schon respektabel irgendwie. Ist bestimmt Bergsteiger. Vom Beruf. Okay. Was haben wir hier? Oh, ist das. Oh! It's the gun. Take the gun. Warum hab ich denn? Was ist er denn? Wo kommt er denn her? Some kind of an alien artifact. Wo war. Okay. Krass. So, was haben wir denn dann noch? Many cities can temporarily sharpen the sands, making item detection easier. Okay. Okay. Kann ich das Ding hier raus. Was habe ich denn hier eigentlich in der Hand? Das sieht mir wahrscheinlich wie so eine Schlagwaffe aus, oder? Oder ist das ein Schlüssel-Item? Oh yeah. 7 Schuss. Nehmen wir. Geil, du kannst auch gleich kombinieren innerhalb des Inventars. Cool. Und ein 500 Gramm Hack können wir hier noch nehmen. So, what is it? Ein Electronic Module. Das ist aber die große Frage, kann ich das jetzt hier zumindest einsetzen? Ah lol, kann ich das jetzt hier raufpacken? Geht das einfach? Nein. Wie ist das, was mich da erinnert? Der erinnert mich tatsächlich ziemlich an Pacific Drive, nur der dunkle Bruder davon. Nur der dunkle? Warum? Also naja, weil ja Pacific Drive ist ja tatsächlich ähnlich irgendwie, weil halt auch sehr, 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 sehr poppig, ne? Und sehr viel mit Attackments, die du irgendwo ranstecken kannst. Ja. Aber halt sehr, sehr comicartig noch gelassen, ne? Und das ist schon echt düster. Was ist das denn? Ach du Shishkebab, Alter. Okay, warum mal. Können wir mal speichern mal vorher? Hallo? Kann ich nicht. Ja, dann wird er wahrscheinlich. Na schön. Aber vielleicht nicht so gut. Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Aber ich wollte die Pistole ausprobieren.
Thank you so much for playing my game. Ja, geil. Also, ich bin hyped. Ich hab Bock. Also, ja. Auf jeden Fall, cooles Game. Schöne Grafik, schöne Aufmachung. Nimmt dich null an die Hand, aber gefällt mir. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der heutigen Folge. Lasst es uns gerne wissen, indem ihr einen Kommentar schreibt, uns ein Like da lasst. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Ciao, ciao.